Ja, zur nächsten Frage. Jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, inwiefern kann die Frage um Gott, also gibt es Gott oder nicht, eine Rolle spielen, ein gutes und sinnvolles Leben zu führen. Jetzt habe ich es aber letztendlich dann gesagt, okay, das ist jetzt zu allgemein ausgedrückt. Ich stelle es ganz konkret. Macht deiner Meinung nach, macht Gottes Glaube im Regelfall glücklicher als ein atheistischer Ansatz, der dann in ein Weltbild mündet, wie beispielsweise dem humanistischen? Ja, das ist eine glückliche Frage, weil da muss man gar nicht groß rumspekulieren als Philosoph seit einiger Zeit, weil es gibt inzwischen sehr viele auch saubere wissenschaftlich-empirische Studien aus der Soziologie und der Psychologie dazu, ob Theisten jetzt im Regelfall glücklicher sind. Speziell in den USA ist da viel Geld für ausgegeben worden, auch von den Evangelikalen. Und die haben sich da aber durchaus an ernsthafte, also Unis gewendet, also jedenfalls zum Teil. Und dabei kam dann raus, die Effekte des Glaubens sind eher gering und die hängen stark von der jeweiligen Art des Glaubens und vor allem von der jeweiligen religiösen Praxis ab. Interessanterweise. Das ist eigentlich auch schon eine alte Ansicht. Es gibt so eine klassische Studie von Émile Durkheim. Das ist einer der Gründer der Soziologie Frankreich 19. Jahrhundert. Und dem ist aufgefallen, dass sich Protestanten in Europa und auch in Frankreich wohl häufiger umbringen als Katholiken. Und dann hat er sich gefragt, woran liegt das? Weil ja bei beiden Selbsttötung ja eine schwere Sünde ist. Ja. Und da war dann seine Erklärung, dass dieser Unterschied damit zusammenhängt, dass die Katholiken traditionell einen stärkeren sozialen Zusammenhang in den Gemeinden haben. Als Katholik sei man eben deshalb dann auch traditionell seltener einsam und ist sozial stärker kontrolliert als zum Beispiel im Protestantismus, wo es ja eher geht, du allein und deine Bibel. Jetzt nicht unbedingt so stark in Deutschland, aber bei den Amerikanern zum Beispiel und wohl auch sonst so. Und da bist du halt sozial da nicht so eingebunden. Und dann ist wohl, wenn du auf Schwierigkeiten stößt, trifft dich das härter. Und der Witz an dieser Studie ist aber dann eigentlich der, was die Leute jetzt weniger traurig macht oder weniger einsam, also die Religiösen, oder das Leben sinnlos erscheinen lässt, das ist nicht der Glaube selbst, sondern das gemeinsame soziale Ritual. Und das scheinen dann wohl auch neuere Studien zu bestätigen. Ich habe gerade die Woche noch mal von einer gehört vom MIT und von der Duke University, also gute Unis eigentlich in den USA. Und die haben sich die Lebenszufriedenheit von Leuten angeschaut, die drei verschiedene Sachen machen regelmäßig, und zwar ins Fitnessstudio gehen, Yogakurse machen oder zu diversen religiösen Zusammenkünften gehen. Da haben die auch 12 verschiedene religiöse Richtungen sich angeguckt, also nicht nur jetzt die Christen. Und dabei kam dann raus, wenig überraschend eigentlich, dass die, die das regelmäßig machen, eher viele kleine Momente des Glücks oder der Ruhe oder der Zufriedenheit haben und dann insgesamt auch wohl etwas zufriedener sind als diejenigen, die sowas regelmäßig nicht machen. Und je häufiger diese sozialen Aktivitäten betrieben wurden, desto zufriedener war man dann auch bei Selbstauskünften. Was also am Gottesglauben glücklich macht, ist nicht der Glaube selbst, sondern die soziale Komponente. Und die kann man als, Gemeinschaft. genau, und die kann man als Atheist halt dann auch genauso gut im Sportverein haben. Das kam dabei raus, ja. Ich könnte das vielleicht noch abschließend ergänzen zu der Frage. Ich hatte ja in unserem Livestream, kann man Gott spüren? Bin ich ja unter anderem auch eingegangen auf die Frage, ist Beten Meditation? Fragezeichen. Und da habe ich dann quasi auch formuliert, dass es im Prinzip ja Suggestionen gibt und natürlich die Wirkung der Suggestion abhängig ist vom Inhalt der Suggestion, ja. Also man könnte sozusagen ein positives Gebet, ja, im Sinne von, ich schaffe das, der liebe Gott hilft mir und so weiter, ist vielleicht positiv und ist sozusagen, wenn man so möchte, Glück sinnstiftend, wie auch immer, also im positiven Sinne, es unterstützt, ja.
Aber eine Suggestion, die da heißt, oh Gott, ich bin überhaupt nicht in der Lage und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich schaffe es nur mit deiner Hilfe, ist eine schädliche Suggestion. Das heißt, auch wenn man als Christ oder Muslim, wie auch immer, wenn man betet, man muss richtig beten. Ja, weil es kann schädliches Beten geben. Natürlich ist das aus meiner wissenschaftlichen Brille eine Mischung aus Fremdsuggestion, ja, also man kriegt die Religion sozusagen eingetrichtert und dann die Autosuggestion, zum Beispiel das Beten, beeinflusst dann halt nochmal den Glauben. Und naja, schlechtes Beten im Sinne von negatives Beten macht unglücklich und positives Beten sehr wahrscheinlich tendenziell eher glücklich. Ja, so würde ich das jetzt nochmal ergänzen. Würde ich auch vermuten. Also wenn du betest, dass deine Feinde alle irgendwie aufs Grausamste ums Leben kommen, dann ist das, glaube ich, auf Dauer für dein Seelenheil nicht von Vorteil. Nee. Ja. Das verstärkt ja diese Hasseinstellung. Ja. Ja. Und wenn man um was anderes betet. Ja. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. In Religionen, zum Beispiel im Islam, aber auch im Christentum und so weiter, ist ja das wesentliche Element und Ziel eines sinnvollen Lebens die Gottesgefälligkeit, also in allem Handeln und Denken im Prinzip, je nach religiöser Ausprägung. Das Leben ist also ganz auf Gott ausgerichtet, ja, insbesondere im Islam, aber auch wenn ich mit gläubigen Christen rede, das zeigt sich immer sehr stark, ja, das ganze Leben ist auf Gott ausgeprägt. Ich würde behaupten, das ist jetzt mal eine These, die stelle ich mal in den Raum, dass so ein Weltbild das Individuum eher einschränkt. Gleiches würde ich auch für andere dogmatischen Ideologien quasi auch sagen. Also es hat jetzt nicht nur was mit Gottesglauben zu tun oder Religion. Aber wie würdest du das betrachten? Sollten die Gedanken nicht frei sein, wie es in einem bekannten Lied heißt? Ich würde jetzt mal unterstellen, sie sind vielleicht nicht frei, wenn man ein geschlossenes religiöses Weltbild hat. Also als Beamter bin ich natürlich hinter den Grund Rechten stehe ich da und da gibt es ja keine Gedankenpolizei. Aber also jetzt irgendwie ernsthaft, ich würde mal sagen, das hängt davon ab, was man jeweils unter Gottgefälligkeit versteht. Typisch philosophische Antwort, erstmal die Begriffe klären. Ja. Also nehmen wir mal an, man meint damit, Gott wolle, dass wir ein glückliches Leben führen und dabei Nächstenliebe und Fernstenliebe praktizieren, wie das Nietzsche sagt, und dass man auch Gott gegenüber kritisch ist, ja, dann schränkt das vermutlich nicht allzu sehr ein. Aber jetzt wirst du natürlich zu Recht sagen, so ein Gottesbild ist natürlich traditionell sehr, sehr selten. Und ist es auch. Ja, nichts dafür. Ich denke, das Problem aus philosophischer Sicht sind eher fundamentalistische Formen von Glauben, was du vielleicht auch mit dogmatisch bezeichnest. Also Fundamentalisten sind Leute, die denken eigentlich drei Sachen. Das eine ist, XY ist absolut wahr oder richtig und XY kann zum Beispiel ein religiöses Gebot sein, ja, oder der Führer hat immer recht. Zweitens, wer XY auch nur bezweifelt oder in Frage stellt, der sündigt. Und drittens, wer das macht, der wird auf jeden Fall im Jenseits bestraft und vielleicht auch schon im Diesseits und sollte auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen haben. Ich würde sagen, diese Form von Glauben, was ich fundamentalistisch nennen würde, das ist auf jeden Fall sehr freiheitseinschränkend und natürlich manchmal auch wirklich gefährlich. Nach deiner Definition ist der Papst ein Fundamentalist? Zu befürchten, ja. Jedenfalls in bestimmten Hinsichten. Aber man müsste mal gucken, ich weiß es nicht. Ja, das besprechen wir im Detail in dem Livestream dann am 20. Ja, man müsste mal gucken, ob der irgendwas ex cathedra erzählt. Ich glaube, dann darf man daran nicht zweifeln als guter Katholik. Richtig, ja, das ist richtig. Weil diese Entschuldigung im Flugzeug bei irgendwelchen Journalisten, die sind ja nicht ex cathedra, die zählen ja nicht so richtig. Ne? Das muss man wissen. Gut. Okay, danke erstmal für die Beantwortung. Zwei Fragen haben wir noch. Eine hoffentlich können wir ganz schnell abarbeiten. Stichwort paskalische Wette.
Ich fasse es kurz in einem Satz zusammen. Ja, Blaise Pascal, Mathematiker, kennt man. Aber im Wesentlichen also sein Gedanke ist, es ist sinnvoll und vernünftig, an Gott zu glauben, weil wenn es ihn nicht gibt und man glaubt an Gott, dann hat man nichts verloren. Und gibt es Gott doch und man hat nicht an ihn geglaubt, dann ist man im Eimer. Ja? Also dann hat man Pech gehabt, ne? Dann hat man einen Fehler gemacht. Was sagst du zu der pascalischen Wette? Ist das sinnvoll? Also ich habe die nie ganz verstanden. Es scheint mir keine empfehlenswerte Wette zu sein. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, nur an Gott glauben reicht ja nicht, um in den Himmel zu kommen. Man muss Richtig. ja auch vielen seiner Gebote folgen und die fordern oft durchaus Verzicht auf sehr viel. Von daher hat man, wenn man auf Gott wettet, doch dann einiges zu verlieren. Das ist das eine. Vor allem aber, jetzt, wenn man das philosophisch sieht, da fällt mir dann sofort Kant ein als Moralphilosoph. Der meinte, ins Paradies kommen kann sinnvollerweise, und Gott ist vernünftig, nur der, der glückswürdig ist. Nur der, der das tatsächlich verdient hat. Aber wer nur an Gott glaubt und ihm gehorcht, um dann als Belohnung ins Paradies zu kommen, der handelt ja einfach nur egozentrisch Egoistisch, oder ja. egoistisch. Genau. Und das ist ein ganz übliches Handlungsmotiv von fast jedem und sollte von einem vernünftigen Gott dann auch nicht weiter belohnt werden. Und wenn es überhaupt einen guten Gott gibt, meint Kant, er sagt, man könne die Hoffnung haben, aber er meint auch nicht, dass man das beweisen kann. Wenn es überhaupt einen guten Gott gibt, dann lässt er nur den ins Paradies, der das Gute um seiner selbst willen tut. Aus Achtung vor dem Sittengesetz, sagt Kant dann. Und egal, was das jetzt, Aus ja, Überzeugung, genau. Ja. Und eben nicht, weil er auf die Belohnung scharf ist. Und das heißt, dass dieses Gottesbild von Pascal zwar natürlich viel weit verbreiteter ist als das von Kant und wohl auch typisch für den christlichen und muslimischen Volksglauben zumindest. Aber philosophisch ist das halt, glaube ich, nicht haltbar. Wie gesagt, schon allein deswegen, weil eben egoistisch sein nicht belohnenswert ist. Ja, ich würde sogar behaupten, Blaise Pascal war nicht so ein cleverer Mathematiker, für den er sich selbst vielleicht gehalten hat, weil rein mathematisch, du hast es jetzt philosophisch gerade quasi auseinandergenommen, aber rein mathematisch ist auch das Problem, das unterstellt ja, dass es ein Gottesbild gibt. Dann kannst du diese Rechnung ja machen. Aber jetzt unterstellen wir mal, es gibt, weiß ich nicht was, wie viele in der Geschichte 5000, aber selbst wenn du jetzt nur die vier, fünf großen nimmst, die es jetzt aktuell so gibt, ja, dann hast du ja auch schon Stimmt. wieder 1 zu 4, Ja, ne? sehr Weil du musst gut. dich ja unterschiedlich verhalten. Ja, Das sehr heißt, die gut. Wahrscheinlichkeit nimmt ab, wenn du dich, du kannst ja nicht gleichzeitig Muslim, Christ und Jude sein. Das geht ja gar nicht. Ne? Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wie der als Mathematiker ist, aber in seiner Biografie, da gibt es so eine Andeutung, er hätte mal eine Nacht des Schreckens gehabt. Und danach hat er, glaube ich, auch kaum noch Mathematik betrieben und wirklich nur, was man so intellektuellen Terrorismus nannte. Also den Leuten wirklich versucht, Angst zu machen vor den Höllenqualen und dass sie sich möglichst Gott zuwenden. Ja, also gut, aber wie gesagt, also diese Wette klappt vorne und hinten nicht, egal von welcher Perspektive man sie betrachtet. Aber gut, das haben wir das auch mal geklärt. Aber Ja, das ist ein guter Punkt, jedenfalls mit den anderen Göttern. klar. Also das ist ja seine mathematische Perspektive, ne? Die nehme ich ja ein und sage, Ja, Moment stimmt mal, das hat er ja eigentlich. gar nicht bedacht, ne? Sehr Gut, gut. letzte Frage, die Bonusfrage sozusagen. Wir sind auch schon bei 32 Minuten, aber Oh, es okay. ist gut, das ist gut, das ist alles noch im grünen Bereich. Ich denke, diese Frage ist jetzt auch wirklich, da kann man jetzt, glaube ich, wirklich eine Stunde drüber reden und das werden wir vielleicht auch im Livestream nochmal besprechen. Du hattest vorhin ja auch mal als Kriterium gesagt, Glück, ja. Wir hatten ja schon mal in dem Livestream, wo wir schon mal miteinander gesprochen haben, ja auch schon mal. Da kam ja meine Aussage, naja, Glück, Zufriedenheit ist ja schon mal ganz gut, ne? Also stetige, dauerhafte Zufriedenheit ist ja schon ein Wert im Leben, den erreichen ja schon nicht alle Menschen. Also ich weiß jetzt nicht, müsste man jetzt mal erheben, ne, wie das so ist, aber dauerhaft zufriedenes Leben, das ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man das hinkriegt. Und dahingehend jetzt die letzte Frage natürlich, was ist Glück?
beziehungsweise ein glückliches Leben eigentlich? Da bist du ja vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht kannst du es nochmal versuchen zu konkludieren. Ja, ich kann es probieren. Also im Prinzip schon, was du sagst, also nicht Glück haben oder so. Und um da nochmal auf die Ergebnisse der empirischen Glücksforschung zurückzukommen, die es auch wirklich erst seit 10, 15 Jahren gibt. Das ist was vergleichsweise Neues, hat sich noch nicht so rumgesprochen. Die weist jedenfalls darauf hin, dass Menschen, die besonders glücklich sind, Folgendes machen. Also zum einen investieren sie ganz bewusst Zeit und Geld sozusagen in langfristige positive soziale Beziehungen. Das kann die Familie sein, das können Freunde sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Sie vergleichen sich nicht mit anderen, sondern freuen sich über deren Erfolge, eine bestimmte Art von Denken. Und sie machen auch so ganz banale Sachen wie zum Beispiel regelmäßig Sport. Da haben die Griechen wiederum recht. Der gesunde Geist im gesunden Körper, da scheint was dran zu sein. Und das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen, wenn man sich schlecht fühlt und jedenfalls nicht so gut und dann macht man aber irgendwie, spielt man mal Handball, ja. Danach ist es ziemlich schwer, sich danach so schlecht zu fühlen wie vorher, ja. Also, das sind die Kennzeichen von Leuten, die besonders zufrieden und glücklich sind. Und die besonders Unglücklichen, das ist auch ganz interessant, die machen halt genau das Gegenteil. Die vergleichen sich zum einen wirklich ganz viel mit anderen. Ja, der ist jetzt befördert worden, ich nicht. Und es gibt immer welche, die es scheinbar besser haben als du. Und dann zieht dich das runter. Und das andere ist wohl, was sehr typisch ist, ist so ein unproduktives Grübeln. Ne? Also so dieser automatische Gedanke, es dreht sich immer wieder im Kreise. Wovon auch dann Psychotherapeuten versuchen, depressive Leute von abzubringen. Ne? Weil Nachdenken ist gut, reflektieren ist gut, aber nur, wenn es produktiv ist und nicht morgens ganz lange im Bett liegen und sich denken, wie kann ich jetzt, was kann ich machen, es kommt nichts mehr raus. Wenn man dann so drei Glücksweisheiten formulieren möchte. Also erstens, verschaff dir viele kleine Momente des Glücks und der Freude und der Ruhe. Die sind nicht trivial. Ne? Zweitens, die Häufigkeit zählt, nicht die Intensität. Und das Dritte, finde raus, was dich persönlich im Kleinen eben zufrieden macht oder froh macht. Und das ist zum Teil gar nicht so einfach. Und mach das dann regelmäßig und häufig. Amen. Ja. Amen. Oder Amen, muss man jetzt neuerdings sagen. Amen. Ne? Amen. Ah, okay. Echt? Wieso? Ja, Amen? super. Ah, ja, das ist jetzt so irgendwie in Mode, dass man das so sagt. Ich weiß Ah, auch nicht okay. genau. Ich will nichts Falsches sagen. Ist ja wahrscheinlich so, wie man es früher gesagt hat, vermute ich Okay. mal. Okay, aber ja, es war auch nur ein Spaß. Okay, ja, super. Also erstmal, das war die letzte Frage, Matthias. Vielen Dank erstmal, dass du Zeit hattest. Super, dass das geklappt hat. Ja, war mir ein Vergnügen. Thanks for having me, sagen die dann immer in Amerika. Ja, das klingt sehr komisch, ja. Das darf man nicht wortwörtlich übersetzen, ja. Stimmt.